heute zeige ich euch mal, wie ich meine Wimpern immer mache. Da hatten sie viele nachgefragt. Zuerst nehme ich mir meine Wimpernzange und dann biege ich die ein bisschen nach oben. Erst unten und dann nehme ich die Wimpernzange nochmal neu und dann biege ich die so ein bisschen nach oben, wie ihr hier sehen könnt. Dann gehe ich hier mit der Dior Mascara an den Wimpernansatz und tusche die dann da unten. Und ich weiß, die Dior Mascara ist ein bisschen teurer, aber die ist so, so gut. Ich tusche die immer so ein bisschen am Wimpernansatz und biege die dann mit dem Bürstchen so ein bisschen nach oben. Das gleiche mache ich dann auch auf der anderen Seite. Dann benutze ich hier die Mascara von Too Faced und dann gehe ich so über die Spitzen nochmal drüber, dass die auch noch so richtig schön lang werden. Und danach versuche ich hier so ein bisschen die Patzer wegzumachen mit meinem Gesichtswasser, bevor ich die unteren Wimpern dann tusche. Dafür nehme ich die Sky High Mascara, weil die hat so ein dünnes Bürstchen und ich benutze auch immer so eine Mascara, die schon ein bisschen ausgetrocknet ist für die unteren Wimpern und da bin ich fertig. Und jetzt packen wir noch meinen Adventskalender aus. Heute waren so Weihnachtsohrringe drin. Bye, bye!